herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute hier bei Corelexi. Ich bin Lukas und heute geht es um Artemien. Viel Spaß mit dem Video. Artemien oder auch Salinenkrebschen oder Urzeitkrebschen genannt, sind kleine Krustazeen aus der Gruppe der Kiemenfußkrebse. Sie leben in salzhaltigen Gewässern auf der ganzen Welt, vorrangig in stehenden Gewässern wie Seen und ernähren sich dort als Filtrierer von Mikroalgen, Bakterien und Detritus. Das wirklich Tolle an Artemien ist, dass sie Dauereier bilden und diese Dauereier oder auch Zysten jahrelang ohne Probleme gelagert werden können. Sie werden vorrangig in der Aquakultur und in der Aquaristik genutzt für die Aufzucht von Larven. Die Arten, die im Handel vorkommen, sind Artemia salina. Das ist eigentlich die größte Art. Die kommt tatsächlich in der Wildbahn auch in Europa vor, sogar in Deutschland an vereinzelten Stellen. Artemia franciscana und Artemia persemilis. Das sind eigentlich die kleinsten Laubblinden, die man so bekommen kann. Dadurch, dass die Artemien diese Dauereier bilden und man innerhalb von 24 Stunden immer die gewünschte Menge an Naupien bekommen kann, werden Artemien schon seit den 1920ern in der Aquakultur benutzt. Wenn die Naupien schlüpfen, haben sie eine Größe von ungefähr 420 bis 520 Mikrometer und haben einen relativ moderaten Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und einen hohen Proteingehalt, was sie als Superfutter macht für Larven oder auch als Futter für spezialisierte Fische wie Leierfische oder Seenadeln, aber auch als Futter für Korallenpolypen sind sie super geeignet. Adulte Artemien werden hauptsächlich in der Aquaristik benutzt als Frostfutter für Fische. Man kann aber auch lebende adulte Artemien aus den Naupien aufziehen und kann so super den Jagdinstinkt von Fischen triggern, was gerade hilft zum Beispiel, wenn man Elterntiere zum Ableichen bringen will oder die Tiere wirklich beschäftigen möchte. Ein Nachteil haben Artemien, aber leider doch. Und zwar werden die meisten Zysten aus der Natur entnommen und nur die wenigsten werden wirklich gezüchtet. Es gibt einige Zuchten, sogar auch hier in Deutschland, aber generell wird der große Anteil aus der Natur entnommen. Daher geht auch mittlerweile die Zucht immer mehr Richtung von Kuppepoden und anderen Zooplanktonarten, die nicht mehr aus der Natur entnommen werden müssen. Wenn man Artemien züchten möchte, braucht man natürlich erstmal diese Dauereier. Wir benutzen die von Ocean Nutrition. Ich habe damit einfach die besten Erfahrungen gemacht von der Schlupfrate und auch von der Größe. Die sind relativ klein, das sind Mikrothermia-Zysten. Es gibt aber verschiedene Größen im Angebot. Als Behälter benutzen wir einfach Flaschen mit Belüftung. Die haben wir aufgeschnitten, umgedreht. Man kann aber auch vorgefertigte Gefäße nehmen, die es angeboten gibt für die Artemia-Aufzucht oder auch einfach einen Eimer, wie man möchte. Das Wasser, was ihr nehmt, sollte so ungefähr 15 bis 35 PSU haben. Eine Beleuchtung ist generell nicht schlecht, das ist besser für den Schlupf. Und ich würde immer eine starke Belüftung empfehlen, weil je nachdem, wie viele Artemien man zugibt, letztendlich auch eine starke Sauerstoffzehrung in dem Wasser passiert, auch durch die Bakterien, die dort wachsen. Daher immer gut stark belüften. Zum Ansetzen nimmt man sich einfach einen halben Teelöffel oder einen Teelöffel auf ungefähr 1 Liter Wasser an Zysten und dann ungefähr je nach Temperatur zwischen 18 und 24 Stunden schlüpfen dann die Naupien. Bevor ihr dann die Naupien verfüttert, in euer Aquarium, Larven, Fische, wofür auch immer ihr sie nehmt, ist auf jeden Fall wichtig, die Zysten, die leeren Hüllen, abzutrennen. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Man kann entweder hier so einen Trichter benutzen, wo sich dann die Artemien unten sammeln und die Hüllen oben auf der Oberfläche schwimmen. Von JBL gibt es auch einen Behälter, wo in der Mitte nur Licht hinkommt und da schwimmen die Naupien dann hin. Und dann kann man sie abfischen. Letztendlich ist es aus verschiedenen Gründen wichtig. Einmal können zum Beispiel Larven oder auch größere Fische die Zysten verschlucken. Das kann zu Entzündungen im Magen-Darm-Trakt führen. Und auch an den Zysten sind extrem viele Bakterien, die sich dort bilden. Und das ist eigentlich für kein Tier und auch für euer Becken nicht gut, wenn das mit ins Wasser kommt. Es gibt noch eine weitere Methode. Man kann auch Artemia-Zysten dekapsulieren. Und zwar mit Chlor. Da entfernt man dann praktisch die Schale außenrum, hat somit weniger Bakterienlast und hat auch eine deutlich erhöhte Schlupfrate. Das kann man mit Chlorbleiche machen, gibt super viele Anleitungen im Internet. Von der Dekapsulierung bin ich meistens nicht so der Fan, einfach vom Arbeitsaufwand. Und man muss auf jeden Fall immer sicher gehen, dass man das Chlor hinterher auch wieder ordentlich rausbekommen hat aus den Hüllen bzw. aus den dekapsulierten Eiern.
damit das nicht Schaden im Becken oder bei den Larven anrichtet. Jetzt habe ich noch ein paar kleine Tipps für euch, auf die ich besonders Wert lege. Zum einen empfehle ich eigentlich immer, frisch geschlüpfte Artemien vor dem Verfüttern, egal an was ihr die verfüttert, mit einem Sieb zu spülen, unter Leitungswasser oder auch Osmosewasser, beides. Ich nehme dafür meistens so ein 125er Artemien-Sieb und lasse Leitungswasser für ungefähr 30 Sekunden durchlaufen. Die Sache ist nämlich, an den Nauplien sitzen extrem viele Bakterien, vor allem Vibrio. Und da gab es schon viele Studien zu, dass diese Bakterienbiomasse, die man in den Becken zufügt oder halt auch den Larven, die Überlebensrate deutlich verschlechtert. Und momentan gibt es ja auch bei Korallen super viel Probleme mit Vibrio-Befall. Und da würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, Nauplien ordentlich immer zu spülen. Zweiter Tipp, verfüttert eure Artemien in den ersten 6 bis 8 Stunden nach Schlupf. Ansonsten verbrauchen die ihre Energiereserven. Die werden wachsen dann zum Meta-Nauplien-Stadium und haben dann nur noch relativ geringe Energiereserven. Sind eigentlich letztendlich eine leere Proteinhülle. Wenn eure Artemien doch älter sind oder ihr auch größere braucht, dann lohnt es sich auf jeden Fall, die Artemien anzureichern. Entweder mit Mikroalgen oder hier mit so Celco-Enrichment. Gibt es verschiedene Produkte, um den Nährstoffgehalt von den Nauplien anzureichern. Und noch ein letzter Tipp, wenn ihr zu viel Nauplien habt oder die Nauplien einfach noch später verfüttern wollt, könnt ihr auch eine flache Schale nehmen mit Wasser und die Artemien einfach in den Kühlschrank stellen. Dann fährt der ganze Metabolismus ein bisschen runter und sie entwickeln sich einfach nicht so schnell. Und die Nährstoffe halten praktisch länger in den Nauplien. Ich hoffe, euch hat das kurze Video zur Aufzucht von Artemien gefallen. Wenn ihr noch speziellere Sachen wissen möchtet oder noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann man bestimmt wieder darauf eingehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.